Liebe kann alles. Der Podcast mit Eva Maria und Wolfram Zuhorst. Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Heute Morgen habe ich mich gefragt, was ist das, worüber ich gerne heute reden möchte? Und mein Weg ist dann immer, ich werde still und gehe so mein Ding nach, habe hier so ein bisschen geräumt, Frühstück gemacht, den Hunden was gemacht und bin dann innerlich mit einer Frage und warte auf eine Antwort, die von innen kommt, die von meinem Herzen kommt, weil dann weiß ich, das ist richtig. Und was da kam, war, dass ich auf einmal im Kopf das Wort Toffifee hatte. Und dann dachte ich, ja, das ist ein wichtiger Podcast. Unsere persönliche Toffifee-Geschichte hier. Und die will ich im heutigen Podcast erzählen. Und wenn es bei dem Podcast vielleicht komische Geräusche gibt, dann weil unsere beiden Hunde gerade hier bei mir liegen und eine von unseren Hündinnen, die ist gerade krank und die liegt auf meinen Füßen und wenn die einschläft im Moment, dann schnarcht sie irgendwie ganz doll. Also, falls das so ist, ich versuche sie zu wecken, aber nur, dass sie Bescheid wissen, ich schnarche nicht. Ja, der Toffifee-Podcast, das ist eine Einladung an Sie, vielleicht das, was Sie nicht bekommen, obwohl Sie es sich wünschen von jemand anderem, aber auch das, was die Menschen, die Sie lieben, nicht von Ihnen bekommen, obwohl Sie es sich wünschen oder vielleicht sogar vehement einfordern, dass das Liebe sein kann und dass das das Beste ist, was sie vielleicht von ihrem Leben bekommen haben, nicht das von anderen zu bekommen, was sie von ihnen vielleicht gebraucht hätten. Und das nicht zu geben, was andere ihnen deutlich machen, was sie von ihnen brauchen würden. Und warum ist das so wichtig aus meiner Erfahrung? Weil ich lange mit meinem Leben gehadert habe, weil ich mit vielen Dingen, die ich so als Kind erfahren habe, sehr unglücklich war, sehr verstört war. Ich war eigentlich ein ganz verstörtes Wesen, immer auf der Suche. Und immer wieder, mein Vater ist sehr früh gestorben, früher mit ihm in heftigen Kämpfen und Auseinandersetzungen von Kind an, und später mit meiner Mutter in heftigen Kämpfen und Auseinandersetzungen, weil immer wieder so etwas in mir gar nicht mit ihnen in Kontakt kommen konnte. Unter vielem, wie sie die Welt gesehen hatten, auch eher unbewusst gelitten hat. Und und so war ich so ein Wesen, das immer wieder auf andere geschaut hat und gedacht hat, Mann, wie kann das Leben toll sein, was können da alles für Chancen und Möglichkeiten in Familien liegen und was kriegen da andere mit auf den Weg und mein innerer Weg hat mir dann immer mehr gezeigt, dass ich genau die richtigen Eltern und genau die richtige Kindheit und im Zweifel sogar genau die richtigen Verletzungen und die richtigen Mangelerfahrungen hatte, um auf meinem Weg in mir Dinge zu finden, die wirklich alle in mir geschlummert haben, was ich nicht wusste. Und heute bin ich zutiefst überzeugt, in all meiner Arbeit mit den Frauen weiß ich einfach, was für ein Geschenk, für ein unglaubliches Geschenk mein Leben ist, dass ich so vieles in meinem Inneren entdecken durfte. So viel Liebe, so viel
Verbundenheit, so viel Weisheit. Und das, was ich sagen würde, ist nicht, dass das so aus mir quasi so, ich bin diese Weisheit, ich bin diese Liebe, ich bin, natürlich würde man aus einem bestimmten spirituellen Aspekt sagen, das bin ich, das stimmt irgendwo. Und das sind sie auch. Aber das Spannende ist, wenn man anfängt aus, also ich habe immer angefangen aus sozusagen Frust mit dem Leben da draußen. Da bin ich dann immer zurück auf los, wie beim Monopoly gesetzt worden, nach drinnen und musste da drinnen mich mit Schmerzen konfrontieren, mit Wunden konfrontieren, mit Widerstand konfrontieren, was mir logischerweise erstmal überhaupt nicht gefallen hat und mir oft auch Angst gemacht hat, mich dann mit mir alleine zu erleben, in Angst, in Einsamkeit, in großer Wertlosigkeit. Aber wenn ich mich dem zugewendet habe, und das habe ich im Laufe des Lebens gelernt, ich würde heute sagen, das ist eine der wichtigsten Sachen, die ich in meinen Trainings mit den Frauen zeige, sich dem Schmerz, der Angst, der Wunde, der Verletzung zuzuwenden. Und da gibt es, und so würde ich das beschreiben, Öffnungen, die auftauchen, wenn man wirklich da ist, wenn man wirklich bei sich ist, wenn man liebevoll mit dem ist, was man da findet, mit der Angst, mit dieser Wertlosigkeit, mit dem Gefühl, dass man es nicht schafft, dass man es nicht kann, dass man womöglich alleine bleibt und verlassen wird. Wenn man mit dem bleibt, und zwar offenherzig, nicht durchhaltend, dann beginnt sich etwas tief in einem zu öffnen. Das habe ich einfach immer wieder erfahren. Und wenn ich diesen Weg mit den Frauen gehe, dann kriege ich auch immer Feedbacks, dass sie das auch erfahren. Und das ist, dass sich in einem selbst wie eine Quelle öffnet, ein Zufluss. Mitten in der Wunde, mitten in der Angst öffnet sich ein Zufluss. Und ich habe so oft Verbundenheit und auch wirklich Weisheit gefunden in all dem und habe auf einmal Entdeckungen gemacht, was da in mir ist, was für Kräfte in mir sind, die heilsam wirken, was für Kräfte in mir sind, die mich durch etwas durchtragen, welche Einsichten auf einmal in mir sind. Und das ist das größte Geschenk des Lebens, dass sie entdecken, dass in ihnen, also alles absolut in Ordnung ist, super, super in Ordnung ist, auch wenn ihre Lebensgeschichte ein deutlicher Hinweis darauf sein könnte, dass da mal gar nichts in Ordnung ist. Ich kann Ihnen nur sagen, wo auch immer Sie gerade stehen, es ist da drin etwas vollkommen in Ordnung. Und wenn Ihr Leben aber gerade tendenziell einem Ort nach einem Wirbelsturm oder nach einem Tsunami gleicht oder wenn Sie das Gefühl haben, Ihr Leben ist eher so, dass es permanent gerade mit Ihnen Achterbahn fährt oder wenn Sie das Gefühl haben, Sie sind wie in so einer ägyptischen Pyramide, wo ein so ein schwerer Stein nach dem anderen runterfährt und Sie für immer eingesperrt sind und alle anderen Menschen sind weg, dann, weil es jetzt darum geht, da drinnen diese Quellen zu finden. Und das ist am Anfang nicht leicht. Aber wenn ich Ihnen heute ein Geschenk machen dürfte und irgendwie in Ihrem Herzen deponieren dürfte und könnte, dann würde ich Ihnen sagen, das ist das Wichtigste, was das Leben Ihnen gibt, dass es Sie durchschüttelt, durchrüttelt, Türen schließt und jetzt ist da die,
der Weg nach drinnen und die Entdeckung ihrer selbst. Und das ist der Weg, den ich mit mir so lange gegangen bin. Am Anfang, ehrlich gesagt, wusste ich gar nicht, was ich da tue. Aber heute, wenn ich das mit den Frauen teile, dann merke ich, dass da ein ganz, ganz klares, präzises System in unserem Innern gibt. So wie alles in der Natur. Wir sind ja auch Teil der Natur. Und die Natur hat ja unfassbare Kräfte. Sie greift überall ineinander. Alles ist verbunden in der Natur, unfassbar heilsam. Und das Ganze gibt es in uns. Und dieses System in uns wiederzuentdecken, macht einen unfassbar stark fürs Leben. Und es gibt einem einen Selbstwert, der ganz anders ist als der Selbstwert des Egos. Das ist so ein sich selbst vertrauen können. Das ist nicht sagen, hey, ich bin cool, ich bin groß, ich bin toll, ich bin wunderbar. Das ist ein, alles ist mit mir in Ordnung. Und wenn es eng wird, ist okay. In mir ist eine Kraft, die bei mir ist. In mir ist eine Navigation, die funktioniert. Und in mir kenne ich eine Verbundenheit und eine Liebe. Und die ist da, auch wenn andere Menschen mir vielleicht nicht gerade die Wertschätzung schenken, die ich gerne hätte. Daraus resultiert so ein nächstes, das ist, ich darf so sein, wie ich bin. Das ist auch eins von diesen Geschenken. Das ist okay, wenn ich jetzt gerade an dieser Stelle nicht den Weg von allen, die ich kenne, vielleicht gehen darf oder nicht den Weg von meinem Mann oder nicht den Weg von meinem Kind und auch nicht den Weg von meinen Eltern. Das ist der zweite Teil, das ist die Toffifee-Geschichte. Ich weiß, als wir uns vor fast 30 Jahren kennenlernten, mein Mann und ich, da kam mein Mann eines Tages nach Hause von der Arbeit und sagte, ich bin krank, ich habe die Grippe. Legte sich auf die Couch und sagte, ich brauche Toffifee und Jogurette. Und ich stand da und dachte, was ist das jetzt? Er ist krank. Und also es gab gar kein Versehen. Ich musste also in den Supermarkt fahren und Jogurette und Toffifee kaufen. Und dann hat dieser kranke, sichtlich kranke Mann also dann Berge von Toffifee und Jogurette gegessen. Und ich wusste überhaupt nicht, wie mir geschieht. Und viel später begriffen wir in vielen Gesprächen, dass das seine Zuwendung war, die er als Kind bekommen hatte, in einem Mehrgeschwisterhaushalt, vier Geschwister, dass wenn einer krank war, dann gab es die vielfache Ration an Süßigkeiten. Und bei vielen Geschwistern ist es natürlich immer so ein Ringen um die Dinge. Wer kriegt genauso viel wie der andere, bloß nicht mehr. Und wenn man krank war, dann kriegte man richtig mehr. Und das war einfach in ihm verankert. Und so lernte ich bald, dass es in meinem Mann an bestimmten Stellen, wenn irgendwo Krankheit, eine Schwierigkeit oder so war, dass es immer wieder so ein Bedürfnis gab, dass irgendwer das jetzt wegmacht, dass es irgendwas Schönes gibt. Und im Laufe unserer Ehe wurde das so eine echte Zerreißprobe, dass ich mir so manchmal vorkam wie Mutti. Und immer musste das irgendwie geregelt werden. Und eines Tages begriff ich so für mich, das will ich nicht mehr. Ich will das so nicht mehr unterstützen. Ich will auch nicht das Gefühl haben, mein Mann hat einen Schnupfen und eigentlich hat er aber das Gefühl, er stirbt. Das war so, es war ganz anders als das, was ich zu Hause erlebt hatte. Also bei uns gab es da gar nichts an solchen wunderbaren Dingen. Aber es war auch immer weniger
der Weg, an den ich glaubte, ich begann dann relativ früh, weil ich eine Reihe von körperlichen Problemen hatte, die überhaupt nicht mit der klassischen Medizin irgendwie zu lösen waren und das schon von Kind an, dass ich auch da merkte, ich muss einen Weg gehen, mit meinem Körper zu kommunizieren, und die Sprache meines Körpers ist sicherlich nicht Berge von Toffifee und Jogurette zu essen. Und ich begann an bestimmten Stellen nicht mehr mitzugehen. Und in unserer Geschichte von fast 30 Jahren war es immer wieder ein Weg, der irgendwann mich dahin führte, wenn ich mit mir jetzt in einer liebevollen, inniglichen Beziehung bin, dann was weiß ich, höre ich auf zu rauchen. Das war in den ersten Jahren, wir rauchten beide Kette. Dann höre ich auf, bestimmte Dinge zu essen. Ich hatte immer mit meinen Kilos zu tun und merkte, also wenn ich jetzt weiter hier so esse, das führt mich nicht von hier nach da. Und es gab immer wieder Dinge, wo ich merkte, wenn ich mir gut tue, dann muss ich das jetzt ändern und lassen. Und während ich diesen Weg dann mit mir ging, kam es mir immer absurder vor, das bei meinem Mann zu unterstützen. Und ich musste mich dann da rausziehen. Und das hat oft zu großen, immer wieder waren das so Phasen, wo es dann zwischen uns so richtig abging, kann ich nur so sagen, dass ich gesagt habe, ich mache das nicht mehr, Feierabend. Es tut mir nicht gut oder ich glaube da überhaupt nicht dran. Und wenn du das so machen willst, dann mach das selber, aber ich mach's nicht. Und das hatte dann, oder ich zum Beispiel, da war unsere Tochter noch wirklich klitzeklein und ich fand das so schrecklich, dass dieses Kind in so einem verräucherten Raum da sein musste und konnte mich selbst nicht mehr leiden und habe dann eben es endlich geschafft, nach gefühlten 10.000 Versuchen nicht mehr zu rauchen. Und dann war der Punkt, dass ich mein Mann dann weiter rauchte und ich meinte, ich konnte das überhaupt nicht mehr aushalten. Also ne, Kind voll geraucht, ich voll geraucht. Und dann habe ich gesagt, ich will das nicht mehr. Wenn du rauchst, dann geh raus. Es gab natürlich Riesentheater, wir haben immer hier geraucht. So, und was ich gemerkt, also es gab dann immer wieder Phasen, wo ich mir vorkam, so wie die böse Fräulein Rottenmeier von Heidi, da die böse Gouvernante, die immer irgendwie so die Spaßbremse, der Spielverderber war. Aber ich merkte, ich war ja auch mir selbst gegenüber an bestimmten Stellen erstmal die Spaßbremse. Und merkte, man muss, wenn man sich liebt, die Spaßbremse sein für einen vorübergehenden Zeitraum. Und dann gehen Dinge, die einem nicht gut tun, langsam weg. Und dann kommt eine Phase, wo man in viel mehr Verbundenheit ist. Und so habe ich im Laufe unserer Ehe gelernt, Dinge, die mein Mann auf subtile oder energische Weise eingefordert hat, an die ich nicht geglaubt habe oder die ich nicht mehr unterstützen wollte oder die mir selbst nicht gut taten, dazu Nein zu sagen. Und rückblickend, glaube ich, wenn er jetzt hier wäre, würde er sagen, das Gleiche, was ich über mich selbst und meine Spaßbremsenphase da sagen kann, oh Gott, gut, dass ich es mir nicht mehr gegeben habe, weil es war gar nicht das, was ich wirklich brauchte. Und das ist im eigenen Leben meistens aus meiner Erfahrung der Beginn, dass man Dinge lässt, die aber sozusagen zum normalen, scheinbar normalen Ablauf in den Verbindungen gehört, in denen wir waren. Und wenn wir sie nicht mehr tun, dann haben wir erstmal mit uns genug zu tun. Und wenn wir mit uns klar sind, dann können wir auf eine bestimmte Art und Weise nicht mehr mit denen wir waren. Dann gibt es so eine Übergangsphase, wo man natürlich dann missionarischer wird als jeder Missionar und versucht allen zu sagen, Toffifee sind ungesund oder irgend so ein Quatsch oder helfen nicht gegen Erkältung. Und irgendwann wird man dann relaxter damit, weil man sicherer in sich selbst wird. Das ist alles okay, diese Phasen. Wichtig ist nur zu wissen, dass wenn ich meinem Partner ein Riesending war, auch meine Abnabelung von meiner Mutter und auch meine Abnabelung von meiner Tochter, bestimmte Dinge, die immer wieder eingefordert wurden, die mir aber nicht gut taten, nicht mehr zu geben. Im Nachhinein kann ich sagen,
Das war sowieso die größtmögliche Liebe mir selbst gegenüber. Aber auf eine gewisse Art und Weise war es immer auch eine Liebe den anderen gegenüber, ihnen das jetzt nicht zu geben. Ich weiß, dass unsere Tochter an mancher Stelle nicht das bekommen hat, was sie sich so gewünscht hat. Das war dann bei ihr immer, warum sind wir keine normale Familie? Warum macht ihr solche Dinge, die ihr macht? Warum sind wir an der Stelle so anders? Warum essen wir nicht das, was die anderen machen? Warum sitzt ihr da und meditiert und seid mir peinlich? Es gab vieles nicht, was sie sich gewünscht hätte, so wie die anderen. Aber ich glaube, auch wenn meine Tochter jetzt hier säße, würde sie sagen, gut, dass ich das nicht alles gekriegt habe. Und vielleicht ist es ja eine kleine Ermunterung für sie, mit sich gut und in Frieden zu sein, wenn sie den Menschen da drumherum nicht die unmittelbaren ersten, vielleicht oft ablenkenden überdeckenden Dinge zu geben. Wenn sie stattdessen ehrlich und wahrhaftig sich selbst und ihrem Herzen und ihrem Körper gegenüber wehren und sich selbst nicht alles geben, was da vielleicht noch die alten Süchte und die alten Ablenkungsmanöver bedient. Und zu wissen, das ist Liebe. Das kann einen enorm entspannen, dass die Liebe auch manchmal ganz anders funktioniert. In diesem Sinne, vergessen Sie nicht, Liebe kann alles auch ohne Toffifee. Das war Liebe kann alles. Der Podcast mit Eva Maria und Wolfram Zuhorst. Thank you.